Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum 10. Spieltag der Bundesliga. Die nächste Prognose steht an. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt auch immer schön fair in den Kommentaren, aber ich glaube, das hat sich schon deutlich verbessert. Ansonsten jetzt viel Spaß bei der Prognose. Los geht's! Die Zeiten beim VfB Stuttgart sind sicherlich aktuell sehr turbulent. Man steht mit einem einzigen Sieg am letzten Tabellenplatz gemeinsam mit der Fortuna aus Düsseldorf. Und jetzt kamen die sehr gut eingespielten Frankfurter in die Mercedes-Benz Arena am Freitagabend und hatten hier auch die erste wirklich ernennenswerte Möglichkeit. Das ist Ante Rebic, der den Ball auf Abraham spielt, der Innenverteidiger sehr weit mit aufgerückt. Dann die Flanke von Kostic, da Costa kommt noch ran, aber dann wurde es erstmal geklärt. Stuttgart versuchte erstmal konzentriert in der Defensive zu stehen. Insua fehlt ja rot gesperrt, durch Beck ersetzt auf der linken Außenseite. Und das machen sie bis dato eigentlich ganz gut, auch wenn Frankfurt zu kleineren Möglichkeiten schon in der Anfangsphase kam. Jetzt aber auch Stuttgart mal nach vorne aktiv. Das ist Mario Gomez, wurde früh in der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim rausgenommen. Hier hatte er den ersten Abschluss für die Schwaben, den Kevin Trapp aber ohne große Probleme festhalten konnte. Eine Viertelstunde knapp gespielt und dann die Frankfurter mit diesem Konter. Das ist Danny da Costa. Von De Guzman bekommt er den Ball. Der Abschluss ist dann aber deutlich zu zentral geschossen. Ron-Robert Zieler bekommt die Arme nach oben gerissen und verhindert hier den Rückstand der Gastgeber. Der anschließende Eckstoß von Philipp Kostic hereingetreten. Da kommt einer auch kurz herangelaufen. Gacinovic ist es, aber der Kopfball von Rebic am ersten Pfosten wird ebenfalls gefährlich. Keine schlechte Aktion und die Frankfurter hätten sich hier schon belohnen können. Trotzdem musste man auch den Stuttgartern Respekt zollen für diese weitestgehend eben konzentrierte Defensivarbeit. Ganz zu verhindern ist Frankfurt mit dieser Offensive aktuell schlicht und ergreifend einfach nicht. Und dann Timo Baumgartel, 32. Minute, mal wieder mit einer Offensivaktion für die Stuttgarter. Der Kopfball ist durchaus vernünftig gesetzt, aber dann zu schwer, um ihn direkt aufs Tor zu bringen. Und dann geht er am zweiten Pfosten vorbei. Etwas über eine halbe Stunde gespielt und der VfB wurde jetzt nochmal frecher. Das ist Maffeo im Zusammenspiel mit Askar Siba. Gentner, wieder Askar Siba, legt den Ball gut raus. Back, Tommy, der Abschluss müsste dann irgendwann auch mal kommen. Gentner nimmt ihn sich dann. Aber auch wieder in die Arme von Trapp, zu ungefährlich. Diese kleineren Abschlüsse. Gomez vor der Pause nochmal mit dieser Flanke. Sehr gut getreten. Gacinovic dazwischen. Askar Siba bringt den Ball aber perfekt auf Maffeo. Und der nimmt die direkte Abnahme. Nimmt das Risiko in Kauf. Auch nicht verkehrt gemacht vom rechten Außenverteidiger. Trifft aber auch nur hier das Außennetz bzw. trifft knapp am rechten Torpfosten vorbei. Zur Halbzeit also ein 0:0, das durchaus unterhaltsam war und von beiden Seiten schon mit Chancen gespickt war. Keine Stunde gespielt und der VfB wollte endlich den zweiten Saisonsieg einfahren. Zu Hause gelang ihm das ja auch gegen den SV Werder Bremen. Jetzt hier Tommy, aber Sebe dazwischen nochmal Tommy. Und dann war die Situation vorbei. Noch etwas zu glücklos und die wirklich hundertprozentige Möglichkeit blieb weiterhin für die Gastgeber aus. Eintracht Frankfurt setzte nur noch selten Nadelstiche, auch zuletzt gegen Nürnberg nicht so in der Verfassung, wie man sie eigentlich kannte, aber trotzdem ein 1:1 am Ende gerettet. Hier wollten sie jetzt im zweiten Durchgang vielleicht den entscheidenden Stich setzen. De Guzman, da Costa und der fliegt dann weit am Kasten vorbei. Die Stuttgarter Fans konnten mit dem Auftritt sehr zufrieden sein. Nach zwei 4:0 Packungen in Folge war das doch hier schon ein defensiv sehr ansehnlicher Auftritt. Und vorne fehlte vielleicht dann auch ein wenig das Glück. Mario Gomez mit der Direktabnahme macht das schön, technisch schwer. Der Ball geht dann aber über den Kasten hinweg. 10 Minuten jetzt noch knapp auf der Uhr und Frankfurt wurde nochmal stärker. Abraham, Gacinovic, Rebic legt auf Philipp Kostic. Legt sich den Ball noch auf den rechten Fuß und dadurch wird es dann etwas zu ungefährlich. Aber eine Aktion hatte Frankfurt noch. Jovic auf Danny da Costa, kriegt den Ball auf Rebic und der hat Pech, dass er nur das Aluminium trifft. Das wäre der Lucky Punch gewesen. Am Ende geht dieses 0:0 für beide Teams in Ordnung. Sie hatten die Möglichkeiten, etwas Glück jetzt im Endeffekt für Stuttgart, dass der späte Schuss nur das Aluminium traf. Das 0:0 geht aber in Ordnung.
Der SC Freiburg musste sich warm anziehen gegen den FC Bayern München und das sah man von Anfang an, dass die Münchner Bayern viel Bock hatten und mit dem ersten Schuss bzw. mit dem ersten Kopfball gingen sie auch schon nach 3 Minuten in Führung. 6. Saisontor für Robert Lewandowski und so schnell konnte man noch gar nicht schauen. Da stand es bereits 1:0. Die Freiburger gerieten in den letzten Jahren häufiger mal richtig unter die Räder hier in der Allianz Arena. Jetzt sah es erstmal so aus, als würde es rabenschwarz weitergehen in dieser Statistik. Der FCB wollte nach überwundener Ergebniskrise auch zu Hause mal wieder etwas mehr glänzen als nur durch das Ergebnis. Und jetzt kam der SC Freiburg wie gerufen, auch wenn die gegen Gladbach richtig stark spielten, sich den Sieg dort verdienten. Hier kamen sie mit den Bayern nicht wirklich klar. Halbe Stunde von der Uhr. Robert Lewandowski, Javi Martinez und Sanchez, das ist jetzt ein gutes Zusammenspiel. Thiago steht am Ende der Verwertungskette und hämmert das 2:0 heraus. Was für ein klasse Abschluss. Der passt natürlich auch perfekt für Schwolo. Ist da gar nicht zu halten. Ein wunderbarer Treffer von Thiago Alcantara zur doppelten Toreführung. Super gespielt. Sanchez, Lewandowski, der leitet weiter. Dann ist Glück dabei, dass der Ball vom Pfosten ins Netz prallt. Aber auch schon in der Höhe diese Führung jetzt verdient. Und Bayern wollte vor der Pause noch einen draufsetzen. 5 Minuten noch zu spielen. Kimmich bekommt den Ball direkt in die Füße gespielt und kann über die Außen gehen. Das ist sein Spiel. Jetzt die gute Flanke auf den zweiten Pfosten. Gnabry scheitert aber an Schwolo. Tolle Parade, tolle Reaktion des Freiburger Schlussmanns, der hier die 3:0 Führung der Bayern vor der Pause gerade so verhindern konnte. Einer der besten der Freiburger, wenn nicht der an diesem Nachmittag. Es ging also mit 2:0 in die Pause. Endlich mal wieder ein richtig unterhaltsames und gutes Spiel der Bayern mit vielen Tormöglichkeiten und schnellem Spiel in der Spitze. Keine 5 Minuten im zweiten Durchgang gespielt und die Bayern wieder auf dem Weg nach vorne. Thiago Lewandowski und jetzt war die Partie spätestens auch entschieden. 7. Saisontor. Mittlerweile der Doppelpack also für Robert Lewandowski dürfte ihm persönlich auch richtig gut tun. Und logischerweise war den Fans jetzt auch klar, das müsste es aller Voraussicht nach gewesen sein. Also das 3:0 für die Bayern und dann auch die Freiburger mal auf dem Weg nach vorne. Trauten sich jetzt ein bisschen was, der Druck fiel ab, weil jetzt eben nicht mehr viel zu verlieren war. Eine Klatsche kam am Ende nicht mehr bei raus. Mike Franz mit dem Abschluss. Aber vorbei. Kurze Zeit später nochmal eine Möglichkeit für den SCF. Schafften sie zumindest den Ehrentreffer. Petersen aber nein. Zu zentral geschossen. Manuel Neuer wehrt den zum Eckstoß, aus dem auch nichts resultierte. Dann noch einmal die Bayern. Sollte es noch zum 4:0 wenigstens reichen. Müller, Martinez im Zusammenspiel. Sanchez, Lewandowski, nochmal Lewandowski. Nein, der Dreierpack war ihnen an diesem Nachmittag einfach nicht vergönnt. Die letzte Chance dieser Partie. Lewandowski gegen Schwolo. Eines der wichtigen Duelle an diesem Nachmittag. Und Lewandowski entschied es aber zugunsten der Bayern für sich. Am Ende ein klares und verdientes 3:0, das in der Höhe auch definitiv in Ordnung ging. Der FC Bayern war für den Sportclub aus Freiburg einfach eine Nummer zu groß. In beiden Lagern ist man aktuell sehr unzufrieden mit der Position in der Tabelle. Platz 15 gegen Platz 16, der FC Schalke 04 eben ein Platz weiter oben, aber das dürfte ihnen noch weniger schmecken als den Hannoveranern, die aber letzte Woche mal wieder mit dem Videoassistenten haderten. Hier hatten sie erstmal Glück, dass Anton hier sehr gut aufpasste, patzte noch zuletzt beim 2:1 gegen Augsburg vom 0:1. Hier machte er diesen Fehler nicht und passte gut auf. Machte das, was seine Qualitäten sind, nämlich gut verteidigen. Jetzt auch mal Hannover auf dem Weg nach vorne. Füllkrug mit der missglückten Flanke, aber Schwegler bekommt den Ball dann auf dem Fuß serviert. 23. Spielminute. Immerhin mal ein Abschluss der Niedersachsen, aber viel häufiger kamen sie im ersten Durchgang nicht nach vorne. Schalke war besser, aber der Treffer fehlte. Marc Uth, McKennie rübergelegt, gut auf Caligiuri und der hat Pech. Ein wenig sinnbildlich für die Situation aktuell für die Königsblauen. Ihnen gelingt nicht viel und wenn, dann haben sie auch noch
Pech. So wie hier vor der Pause, weil Bobby Wood das Ganze ausnutzt, dass Schalke die Pille nicht geklärt bekommt. Und dann steht es tatsächlich in der 45. Spielminute 0:1. Der zweite Torschuss für Hannover 96 führt zum 0:1. Nastasic bekommt es nicht geklärt. Dann wird auf der Linie noch einer angeschossen und Fährmann kann dann gar nichts mehr halten. Zweiter Durchgang, Hannover wurde jetzt aber nervös und Schalke drückte gut auf Embolo, aber immer war wieder einer dazwischen. Hannover verteidigte das stabil und trotzdem konnten sie Schalke nicht ganz verhindern. Stunde jetzt gespielt, Embolo auf Alessandro Schöpf, Mendil-Vertreter, der hatte nämlich seine fünfte gelbe Karte gesehen, im sechsten Spiel wohlgemerkt. Und dann ist das hier Marc Uth artistisch mit dem Fallrückzieher. Der Ball ging dann aber doch recht weit am Kasten vorbei. Die Zeit lief den Gelsenkirchenern langsam davon. Das ist Caligiuri mit der Flanke. Ellis und wieder wird geklärt. Immer wieder diese Zweikampfaktion, die Hannover für sich entscheiden konnte. 10 Minuten knapp noch zu spielen. Und Uth! Jetzt kam auch noch Esser dazu, der eine richtig gute Partie spielte. Einen super Tag erwischte. Guter Abschluss, scharf geschossen, nicht zu unplatziert, aber Esser mit der Reaktion ist schnell am Boden. Der anschließende Eckstoß. Caligiuri bringt den rein. Perfekt getreten und Uth kriegt nicht genügend Druck hinter den Ball. Wieder Esser. Und jetzt sind wir in der ultimativen Schlussphase. McKennie nochmal mit der Flanke und Embolo kommt auch ran. Aber Esser ist wieder zur Stelle. Jetzt wuchs er über sich hinaus und Hannover stand kurz vorm ersten Auswärtsdreier in dieser Saison. Und Esser hielt ihn fest. 92. Spielminute. Dramatische Szenen hier am Ende in der Veltins-Arena. Und Michael Esser, der Matchwinner für Hannover 96. Absolut unverdient dieses Resultat. Schalke war die klar bessere Mannschaft. Sie konnten sich einfach nicht belohnen. Da spielen sie mal wirklich guten Fußball und kriegen trotzdem keinen Dreier. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Und Hannover 96 gewinnt zum zweiten Mal in dieser Saison. Was Leverkusen mit SV Werder Bremen veranstaltete, war wirklich ein dickes Ausrufezeichen. 6:2 im Weserstadion am vergangenen Spieltag. Riesige Partie der Bayer-Elf. Aber auch Hoffenheim beim 4:0 gegen Stuttgart konnten sie dann in kürzester Zeit eine richtige Packung für die Gäste servieren. Hier hatte Hoffenheim die bessere Anfangsphase und kam nach 18 Spielminuten zur Führung durch Steven Zuber, dem Schweizer, der am richtigen Ort war, zur richtigen Zeit. Gute Flanke auch von der rechten Außenbahn. Die Leverkusener konnten es wieder nicht fassen. Nach dem klasse 6:2 gegen Werder Bremen, wo auch nicht alles schick war, aber zumindest das Ergebnis stimmte und wie es stimmte. Hier Zuber mit dem Kopf, Radetzky in der kurzen Ecke, aber trotzdem chancenlos. 1:0 also für Hoffenheim. Dann Leverkusen. So konnten sie einige Tore erzielen. Über Bellarabi gegen den SVW. Und jetzt Bellarabi im Strafraum. Volland und der Ball kommt nicht richtig an. Trotzdem nochmal heiß. Und Lars Bender mit dem etwas überhasteten Abschluss. Der letzte Ball war noch nicht präzise genug, sodass Baumann hier noch etwas verhindern konnte. 5 Minuten noch zu spielen vor der Pause. Karim Bellarabi wieder sehr auffällig. Zuber, wichtig, dass er da dazwischen war. Trotzdem weiterhin Leverkusen im Ballbesitz. Der Abschluss, naja, ist dann da von Julian Brandt, aber auch abgefälscht von Nelson, sodass Baumann den locker auflesen konnte. Es stand zur Pause 0:1. Durch den einzigen Torschuss, den Hoffenheim hatte. Steven Zuber war es per Kopf. Und Leverkusen war besser. Wollte diese Partie drehen im zweiten Durchgang. Wendell, Bender, Volland. Erstmal ist Bicakcic dazwischen. Und es wird trotzdem nochmal heiß. Weil Volland direkt weitermacht. Perfekt in den Lauf von Mitchell Weiser köpft. Und das ist die hundertprozentige Tormöglichkeit. Der muss einfach sitzen. Auch wenn Baumann überragend pariert. Der muss einfach sitzen. Aus dieser Distanz darfst du einem Bundesliga-Keeper keine Chance mehr lassen. Dann schlief die Partie so ein bisschen ein. Knapp über eine Viertelstunde noch zu spielen und Hoffenheim mal wieder in der gegnerischen Hälfte konnten sich etwas festsetzen. Das ist Kerim Demir bei. Die Flanke und dann der Kopfball von Ishak Belfodil.
Aber richtig Feuer war nicht dahinter. Trotzdem nochmal Hoffenheim. Schlussphase. Sie bekam jetzt Konter. Leverkusen kam nicht mehr so richtig hinter den Ball. Nelson wartet auf den mit aufgerückten Kader Rabeck. Der geht erstmal auf die Außenlinie. Dann kommt die Flanke. Die Abschlussmöglichkeit von Joel Linton in der 91. Spielminute. Aber das war die letzte Aktion. Hoffenheim gewinnt mit 1:0 bei Bayer 04. Und die Krise bei Leverkusen nach dem zwischenzeitlichen Hoch durch das 6:2 gegen Werder Bremen geht in der Bundesliga scheinbar weiter und Hoffenheim gewinnt mal wieder zu 0. Das war bitter für Nürnberg. Zuletzt gegen Frankfurt zu Hause in der 92. Minute gaben sie noch ein 1:0 in letzter Aktion aus der Hand. Hier waren wieder viele mitgereist nach Augsburg und die Gäste hatten auch die erste Möglichkeit durch Srelak. Der hatte das Tor gegen Frankfurt erzielen können. Jetzt durfte er mal von Anfang an ran. Knöll rückte auf die Bank. Und Ishak noch weiterhin mit körperlichen Problemen. Aber der Ball erstmal am Tor vorbei. Trotzdem war Nürnberg die bessere Mannschaft. Was war mit Augsburg los? Zuletzt beim 2:1 gegen Hannover waren sie klar besser als hier und heute. Misi Can mit dem Abschluss. Aber Jauwe Leo schmiss sich rein. Werden wir in der Wiederholung aber nochmal sehen, das hätte durchaus Strafstoß geben können, vielleicht sogar müssen. Und dass da der Videoassistent nicht eingreift, fragwürdig. Der Arm ist viel zu weit draußen und dann muss es auch den Strafstoß geben. Den gab es nicht und in der anschließenden Aktion dann mal Augsburg nach vorne unterwegs. Gregoritsch, gut aufgepasst, Finn Bogason, Kuh mit der Flanke und in der Mitte ist André Hahn und der muss das Ding eigentlich verwandeln. Klasse Reaktion von Martenia, fährt den Arm aus. Und verhindert das 1:0, das zu dem Zeitpunkt auch absolut unverdient gewesen wäre. Es wurde jetzt auch ruppiger. Jonathan Schmid, zufrieden konnten die Fuggerstädter nicht sein mit ihrer Leistung. Das sorgt jetzt ein wenig in den eigenen Reihen für Frust, wie man hier sieht. Geht da rein mit offener Sohle. Das Einzige, was man ihm zugutehalten konnte, der Fuß war sehr flach. Aber diese gelbe Karte absolut verdient. Dann kam 8 Minuten vor der Pause nochmal Augsburg. Das ist ein guter Lauf von Schmid über die Außen. Hahn legt nochmal rüber und Jashiol Kuh in der 39. Minute mit dem 1:0 für Augsburg. Nicht verdient, überhaupt nicht verdient, weil die Klobaraner eine richtig klasse Auswärtspartie spielten. Jetzt wurden sie bestraft, dass sie ihre Möglichkeiten nicht machen. Und der Lauf über die Außen, nicht von Jonathan Schmid, sondern von Alfred Finn Bogason. Korrektur an dieser Stelle. Kuh wird dann von Hahn bedient und hämmert den Ball oben in den Knick. Pausenführung also für den FC Augsburg, doch die Elf von Michael Köllner ließ sich davon nicht beeindrucken. Eine gute zweite Hälfte wieder von den Nürnbergern. Hanno Behrens mal aus der Distanz, aber in die Arme von Lute. Es waren viele Nürnberger Fans dabei, wie immer und wie schon zu Anfang erwähnt. Mehrere Tausend mit angereist und die sahen hier eine klasse Partie. Nicht zuletzt zu vergleichen mit den Auswärtsauftritten in Dortmund oder in Leipzig. Jetzt waren sie richtig gut dran. Es fehlte aber noch der Treffer. Wir sind schon in der Schlussphase. Augsburg setzte keine Akzente mehr nach vorne und wollte sich jetzt über die Zeit zittern. Srelak auf Sebastian Kerk. Und das hochverdiente 1:1 per Traumtor. Kerk, der in seiner Karriere bislang nicht von Verletzung verschont war, sondern immer hart gebeutelt, trifft hier zum wichtigen Ausgleich, der zwar nur einen Punkt bringt, aber trotzdem definitiv für die Moral was wert ist. Und dann aber nochmal eine Möglichkeit für Augsburg. Sollten sie jetzt doch wieder einen späten Gegentreffer kassieren, die Nürnberger wieder wichtige Punkte aus der Hand geben. Jauwe Leo und das ist André Hahn. Und viel Glück für Nürnberg, aber das haben sie sich verdient an diesem Nachmittag. Hahn mit der Schussmöglichkeit. Leibold stellt die Hüfte rein und rettet den Nürnbergern das hochverdiente 1:1. Spektakuläre Schlussphase und ein verdientes 1:1 mindestens für Nürnberg. Es wäre sogar noch mehr drin gewesen, trotz des späten Ausgleiches werden sie aber damit durchaus leben können. Guter Auftritt der Gäste. Die Wolfsburger konnten endlich mal wieder gewinnen. 3:0 bei Fortuna Düsseldorf, aber bei allem Respekt kam jetzt mit Dortmund ein noch deutlich härterer Gegner als die Fortunen von Friedhelm Funkel. Und die Dortmunder starteten hier gut rein. Nach dem 2:2 gegen Hertha wollten sie den nächsten Sieg einfahren. Und sie hatten nach 5 Minuten eine richtig klasse Chance. Die Kuhn-Castells aber gerade so noch
parieren konnte. Super Abschluss von Dahoud. Aber dann auch eine tolle Tat mit der linken Hand von Castells. Der feiert sich da zurecht. Aber Wolfsburg hatte Probleme in der Anfangsphase, die Dortmunder Offensivkraft in den Griff zu bekommen. Witzel ist das. Axel Witzel auf Christian Pulisic. Marco Reus legt auf Dahoud. Super Ball auf Mario Götze. Und wieder Kuhn Castells. Es hätte schon lange der Treffer für Dortmund sein müssen. Der war absolut überfällig. Und Glück für die Elf von Bruno Labbadia, dass es kurz vor der Pause noch 0:0 stand. Und dann kam sie mal selber. Arnold, guter Ball auf Josip Brekalo. Der mit dem Lupfer. Und da ist Wout Weghorst. Und wie aus dem Nichts das 1:0 für die Gastgeber. Fünftes Saisontor für den Stürmer, der sich hier jetzt feiern lässt. Aber wie unglücklich ist das bitte für Dortmund? Sie waren die klar bessere Mannschaft mit einem Gros an Chancen über Schuss und dann liegt man trotzdem 1:0 zurück zur Pause. Bitterer kann es einfach nicht laufen. Birki kann da nichts mehr machen und Weghorst ist eben ein eiskalter Stürmer. Zweiter Durchgang, Dortmund wollte gleich ausgleichen. Götze, wieder eine richtig gute Partie. Dahoud und Guerrero, Dahoud dann aber etwas überhastet und trotzdem waren die Dortmunder weiterhin besser. 5 Minuten jetzt bereits im zweiten Durchgang gespielt. Weiter Ball auf die Außen. Da ist Renato Steffen. Wieder eine Flanke und wieder ein Kopfball. Diesmal ist es aber Daniel Ginczek. Und in der 52. Minute steht es 2:0. Unglaubliche Partie mit einem aberwitzigen Verlauf, der so nie im Leben zu erwarten war. Ball auf die rechte Außenseite. Da ist Renato Steffen. Der flankt direkt. Und Ginczek setzt sich gut ab. Und köpft das Ding dann ein. Fast eine Kopie. Nur gespiegelt vom 1:0 kurz vor der Pause von Wout Weghorst. Aber Dortmund gab sich nicht auf. Für Spektakel sind sie bekannt. Und wenn man jemanden aktuell das hier zutraut, das noch zu drehen, dann ist es die Borussia aus Dortmund. Aber wieder Pech. Guerrero mit dem Abschluss. Und Brooks bekommt den Fuß dazwischen. Dadurch wird es zwar noch etwas brenzlicher. Castells muss glücklicherweise aus seiner Sicht nicht eingreifen. Die Zeit wurde knapper, aber Dortmund glaubte weiterhin dran. Guerrero, Hakimi. Guerrero mit der Flanke und Kuhn Castells passt auf. Ganz wichtig, dass er da eingreift und den Ball fest in den Händen begraben kann. Keine 10 Minuten mehr zu spielen. Dortmund glaubte weiterhin dran. Pulisic und da ist Götze. 2:1. 84. Spielminute. Und plötzlich konnten die Dortmunder richtig aktiv wieder dran glauben. Super gespielt. Das verdiente 2:1 und das 2:2 hätten sie sich jetzt auch noch verdient gehabt. Es gab auch nochmal eine Möglichkeit. Eine Offensivaktion. Pulisic mit der Flanke in die Mitte. Da ist William dazwischen. Reus bringt ihn aufs Tor. Aber Castells hält ihn. Dortmund verliert mit 2:1. Absolut unglücklich. Der VfL Wolfsburg machte aus seinen wenigen Chancen die Tore und der BVB muss sich nur eine Sache vorwerfen lassen, die Tore nicht gemacht zu haben. Unglücklich für die Elf von Lucien Favre, das wird sie nicht umhauen und trotzdem ist es extrem bitter für die Gäste. Nachbarschaftsduell in der Tabelle, der 6. Hertha BSC empfing den 5. aus Leipzig und die erste Möglichkeit gehörte hier den Berlinern. Kalou mit dem ersten Abschluss, aber in die Arme von Peter Gulaschi. Der Ungar fängt ihn ganz einfach ab. Keine 10 Minuten gespielt. Es war eine sehr turbulente, aufregende und unterhaltsame Anfangsphase. Dämme auf Kevin Campbell, der mit dem Abschluss. Aber doch recht weit am Tor von Rune Jahrstein vorbei. Es war aber ein engagierter Auftritt von beiden Mannschaften, die hier bereit waren, guten Fußball zu spielen. Keine 20 Minuten gespielt. Dann wieder die Hertha. Valentino Lazaro über die rechte Seite mit seiner Schnelligkeit. Richtig gute Aktion. Da ist die Ibišević und 1:0 für die Hertha. 5. Saisontor für den Routinier im Angriff der Herthaner. Und das 1:0 dadurch für die Elf von Pal Dardai. Super Lauf von Lazaro über die Außen. Und die Ibišević setzt sich da mit seiner Klasse
gut von den Verteidigern ab. Und da ist dann auch nichts mehr zu halten. Und die Hertha wollte ein drauflegen, verliert hier erst den Ball, aber Mittelstädt erobert ihn sofort zurück. Vedat Ibisevic auf Andrej Duda, der setzt sich da durch und Kalou muss hier das 2:0 machen. Schießt aber Gulaschi aus kürzester Distanz an, der hat gar keine Möglichkeit mehr zu reagieren, wird da im Gesicht getroffen und klärt zur Ecke, aus der resultierte logischerweise nichts. Aber vor der Pause nochmal Leipzig, Paulsen, Rune Jahrstein, der herausragende Rückhalt bei Hertha BSC. Aus kurzer Distanz diesen straffen Schuss abzufangen, auch das wieder bestätigt seine Klasse. Der anschließende Eckstoß aber wieder mit Gefahr verbunden. Ilsanker Jahrstein hat den Ball fest in seinen Armen. Gute erste Halbzeit mit vielen Torchancen und nochmal vor der Pause die Hertha. Ibisevic, genialer Ball auf Andrej Duda, hat die Ruhe auf Kalou zu spielen. Der hier aber nicht das 2:0 markieren konnte, weil Gulaschi ebenfalls wie Rune Jahrstein auch einen richtig klasse Samstagabend erwischte. 5 Minuten jetzt im zweiten Durchgang gespielt und die Hertha wollte einen draufsetzen. Arne Meyer, Lazaro trifft das Außennetz, war aber auch im Abseits. Richtig gesehen, schauen wir drauf. Einen deutlichen Schritt zu weit in der verbotenen Zone. Stunde jetzt von der Uhr und Leipzig wollte das 1:1 erzielen. Und Sabitzer mit dieser Flanke, Kevin Campbell und Rune Jahrstein. Viel kann man dazu gar nicht mehr erzählen. Alle positiven Worte über die Torhüter wurden bereits erwähnt. Vielleicht muss man dann auch ansprechen, dass die Abschlüsse von den Stürmern und den Offensivakteuren nicht gut genug waren. Aber das war noch immer wieder klasse Reaktion. 68. Ibisevic gegen Gulaschi. Und wieder gewinnt der Torhüter. Viertelstunde noch zu spielen. Die Hertha war ja noch in Führung. Jetzt Campbell auf Timo Werner und der mit dem Treffer zum 1:1. Aber das Jubelszenario hielt nicht lange an. Die Fahne ging hoch und das auch zu Recht. Fast also das 1:1. Werner aber einen Schritt zu weit vorne und die richtige Entscheidung vom Schiedsrichterassistenten, die Fahne hier zu heben. Aber einen hatte Leipzig noch. Und zwar Yusuf Paulsen in der 82. Minute. 5. Saisontor für den Dänen. Und das 1:1 für Leipzig, das dann auch das Endresultat bedeutete. Super Tor, kommt erst nicht durch, fällt ihm dann der Ball wieder vor die Füße und der hämmert einfach drauf. Und da ist dann auch mal ein Rune Jahrstein geschlagen. Eine tolle Partie am Samstagabend endet 1:1. Und wenn man ehrlich ist, hat diese klasse Partie auch keinen Verlierer am Ende des Tages verdient gehabt. Borussia Mönchengladbach musste einen kleinen Rückschlag bei Freiburg hinnehmen. 3:1 verlor man ja am vergangenen Freitag und jetzt kam Fortuna Düsseldorf in den Borussia-Park und die hatten beim 0:3 gegen Wolfsburg auch nicht sonderlich viel zu lachen. Eine Viertelstunde hier gespielt und dann Lars Stindl mit der richtig guten Möglichkeit zum 1:0. Aber Michael Rensing war auf der Hut, konnte diesen Ball hier klasse parieren zum Eckstoß. Aber nach Eckstößen ist ja die Borussia auch nicht unbedingt klein zu reden. 19. Minute, Eckstoß. Und da ist Matthias Ginter, 2. Saisontor für ihn. 1:0 für Gladbach. Die verdiente Führung für die Borussen. Und Ginter, der schon gegen Schalke nach einem Eckstoß per Kopf treffen konnte, macht hier den Borussia-Park zum Tollhaus. Stark hereingetretener Eckstoß und dann ist das auch ein perfekter Kopfball auf den zweiten Pfosten. Ganz glücklich sieht Rensing da auch nicht aus, aber kann den Ball relativ spät sehen, reagiert dann auch etwas zu langsam, aber nichtsdestotrotz, es war einfach ein guter Kopfball. Dann aber auch mal die Elf von Friedhelm Funke, Luke Bacchio mit der Flanke und Ruven Hennings zum Ausgleich per Kopf. 34. Minute. 2. Saisontor für den Stürmer. Und wie aus dem Nichts war die Gladbacher Führung wieder
dahin. Sie hatte keine Viertelstunde gehalten und der Gästeblock ebenfalls sehr gut gelaunt und sehr gut gefüllt vor allem. Konnte sich hier drüber freuen. Sommer ist eben nicht der größte Keeper, sodass der Ball über ihn hinweggehen kann. Schöner Kopfball aber auch von Hennings, der dann hinten im Netz einschlagen konnte. Aber dann auch wieder Gladbach. Alassane, Plea, Lars Stindl und Thorgan Hazard. Wird nicht angegriffen. Und Stindl nimmt sich dann einfach mal ein Herz und trifft zum 2:1. 41. Spielminute. Was für ein Tor von Lars Stindl. Von da hätte sicherlich niemand gerechnet, dass der Abschluss erfolgen würde. Und dann passt er perfekt unten rechts rein. Rensing chancenlos. Das ist einfach ein überragender Treffer. Zweite Halbzeit jetzt und Gladbach wollte nachlegen. Boczek ist erst dazwischen, verliert dann aber den Ball an Alassane. Player Jonas Hofmann beim letzten Heimspiel gegen Mainz konnte er triumphieren. Der Abschluss hier von Thorgan Hazard, am Ende dann aber kein Problem für Rensing. 20 Minuten noch zu spielen und hier Adam Boczek mit der letzten Möglichkeit tatsächlich für Düsseldorf. Es kam nichts mehr, Gladbach ließ nach hinten nichts mehr anbrennen, wollte dieses 2:1 unbedingt über die Zeit bringen. Und das taten sie auch. Ruven Hennings und alle anderen Fortun auch enttäuscht. Es war eine gute Partie der Gäste, aber Gladbach war eben den Eintreffer am Ende des Tages auch definitiv besser. Werder Bremen durfte oder musste schon wieder den Spieltag beenden. Sonntagabend 18 Uhr, das war zuletzt gegen Leverkusen kein gutes Omen. Jetzt hatten sie aber die bessere Anfangsphase gegen Mainzer, die beim letzten Heimspiel gegen Bayern 1:2 verloren, sich aber lange auf Augenhöhe beweisen konnten, zumindest ergebnistechnisch am Ende auch nicht wirklich abrissen. Aber dann auch die Mainzer gegen Bremen mal mutig. Danny Latzer endlich wieder in der Form bzw. überhaupt mal wieder dabei nach langer Verletzungsphase, leitet diesen Kopfball von Boetius am Ende ein, der das 1:0 hätte sein müssen. Das Tor war frei, Pavlenka lag am Boden und der Kopfball geht dann haarscharf am Winkel vorbei. Halbe Stunde schon gespielt, viel ging bis dahin nicht und wieder Boetius über die linke Seite. Sehr auffällig seine Partie, das ist Aaron Martin und da ist Mateta mit dem 1:0. Verdiente Führung für Mainz mittlerweile, auch wenn in beide Richtungen nicht viel nach vorne ging. Mainz war die etwas bessere Mannschaft und Bremen fühlte sich an diesem Sonntagabend abermals nicht so richtig wohl. Auch wenn Moisander wieder dabei sein konnte, ist hier Mateta zur Stelle und bringt Mainz in Führung. Für Pavlenka auch eher weniger zu halten aus der kurzen Distanz und der war eben auch sehr platziert. 5 Minuten knapp vor der Pause, dann aber mal wieder die Elf von Florian Kohfeldt. Kruse auf Yuya Osako und Bell schmeißt sich rein. Der Ball wird zur Bogenlampe, setzt aber erst hinterm Tor wieder auf. Glück in dieser Szene für die Mainzer, die damit dann auch mit 1:0 in die Pause ging. Nicht die spektakulärste Partie, aber er hier, Jean-Philippe Mateta, konnte die Mainzer Fans erstmal glücklich machen. 50 Minuten jetzt von der Uhr. Kruse und da ist Klaassen auf Gebre Selassie. Und der hat Pech, dass Müller erst klasse reagiert und der Ball von seinem Arm dann an den Pfosten prallt. Jetzt hätte Bremen schon den Ausgleich vielleicht verdient gehabt. Aber Mainz auch wieder mal nach vorne unterwegs. Das ist Latzer, der den Abschluss am Ende auch bekommt. Aber Moisander ist dazwischen und entschärft den zum Glück seines Torhüters, der den Ball dann nur noch aufzufangen braucht. 20 Minuten nur noch auf der Uhr und Werder Bremen viel lange Zeit zu wenig ein. Jetzt mal Gebre Selassie. Niakati machte sich da selber das Leben schwer, brachte den Ball dann raus und wie gesagt, die Zeit wurde knapper und Bremen fiel nichts mehr ein. 10 Minuten noch zu spielen, nochmal Latzer mit der Flanke, die Entscheidung von Gibame. Nein. Guter Kopfball aus knapp 16 Metern, setzt er den aber vorbei. Trotzdem brannte am Ende nichts mehr an. Werder Bremen zu ideenlos, wollte weniger Risiko gehen als im Spiel gegen Leverkusen. Tat das auch, kassiert aber trotzdem die nächste Niederlage hier in der Opel Arena. Etwas schmeichelhaft für Mainz, aber unterm Strich geht es dann doch in Ordnung.
Jo, das war die Prognose zum 10. Spieltag der Bundesliga. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ebenso wie ein Daumen nach oben oder ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Denkt einfach immer dran, es ist nur eine Prognose. Hier geht es nur lediglich um ein wenig Spaß oder Unterhaltung, was auch immer, wie ihr das auch seht. Naja, das war's mit der Prognose. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.